Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen, Version 3.0. Wir machen jetzt Restarbeiten von Feld Nummer 29, von der Aussaat von Pferdegras, was ich jetzt für Silage machen möchte, auf für Hof 3, und zwar ins mittlere Silo. Es könnte aber Hof 1 sein, also so schlimm ist das auch ja nicht. Ich lege mir dann kurzfristig fest. Aber Anfang hat geplant, mittlere Silo mit Silage machen für Gras, Pferdegras und links und rechts Mais. Mais muss man aussehen. Für Mais ist ein bisschen kalt, da wird noch nichts. Aber aktuell laufen die Aussaat auf Feld Nummer 49 und auf 10. 10 wird noch ein bisschen dauern, das ist recht groß. Eigentlich für zwei Maschinen gedacht, aber in dem Fall wird eine auch reichen, ne? Können, müssen, dürfen. Ja, nacharbeiten. Kleinen Kanten hier, da vorne in der Ecke, die ich gerade so sehe, nicht gemacht werden. Ja, heute mal am Donnerstag früh um, noch nicht, Mittwoch nachts um 23.48 Uhr nach der Spätschicht. Ja, ich kann eh nicht so viel schlafen. Und von daher bietet sich an, ne? Dann habe ich am Freitag ein bisschen weniger zu tun und habt ihr am Samstag mehr Zeit für andere Sachen halt, ne? Ja, ich hoffe ja, dass ja mal was Neues kommt, aber aktuell habe ich da jetzt keinen Plan. Wenn ihr Vorschläge habt, was ihr mal sehen möchtet, bin ich gerne dabei. Man soll sich mal nach dem richten, was die Zuschauer sehen möchten. Das ist immer besser, als wenn man irgendwas macht, was ja keiner sehen will. Da hat ja keiner was davon, ne? Klar, die Spiele müssen mir auch gefallen, ne? Gilde 3 hat man überlegt. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber ich könnte drüber nachdenken. Das ist ja das gleiche wie Kettle und Kops in der Entwicklung. So, die haben wir fertig. Das wäre sicherlich auch eine gute Alternative. Portreal 4 gibt es das noch als neues Spiel. Wo ich dann nicht ganz so überzeugt bin von der vom Let's Play her, ob das eine Folge Sinn macht. Ja, eine Seeschlacht dauert nur eine Stunde. Rund ungefähr. Kann dauern, muss aber nicht. Ja, und das ist dann, naja, ziemlich lang, ne? Und dann muss auch die Zeit mal schauen, ne? Die Zeit habe ich ja auch nicht. Und übertreiben wollte ich es nicht, ne? Also Let's Play mäßig, ne? Also drei Folgen sind aktuell pro Tag. Und von daher, sag mal so, erstmal genug, sag mal so, ne? Aber ich denke um vieles nach, also vielleicht im neuen Jahr, vor Weihnachten würde ich gar nicht mal viel neu beginnen wollen. Wenn ich nach Haus fahre, mache ich allgemein die ganzen Folgen in der Vorarbeit fertig, ne? Also dass ich da trotzdem nicht sagen kann, jetzt es kommt nichts. Nein, dann arbeite ich voraus. Kann zwar nicht auf Kommentare aktuell reagieren, auf mögliche Kommentare. Also nicht in mündlicher Form, sondern eher in schriftlicher Form meist oder so. Das ist überschaubar, aber ich mache es allgemein, ne? Bin noch ein bisschen weit weg, das ist soundtechnisch für den Traktor nichts zu hören. Ja, hier hält sich an Grenzen mit nacharbeiten, das ist ganz gut so. Wie gesagt, das ist Kursplay ist nicht 100% perfekt. Werden sie auch nicht werden. Weil dann müsste er ja im Prinzip Grunde das ja sehen können. Ne? Dann müsste er automatisch den Kurs anpassen irgendwie. Ob das je funktioniert, das weiß man nicht. Ich sag mal, die Standardfelder, die Originalfelder sind ja alle rechteckig. Da ist es sicherlich einfach zu programmieren, aber hier ist schon ein bisschen schwieriger.
ob das Elefantengras nachwächst und man kann es mehrfach ernten. Wahrscheinlich ja. Ich weiß es nicht. Ob es denn im nächsten Jahr auch wieder nachwächst. Normales Gras wächst ja nach, ne? Also das ist ja. Ich meine, mit der Zeit kommen andere Früchte mit zu, ne? Kräuter und so, ne? Das ist ja normal. Wer zu Hause eine Wiese hat, eine Zierwiese, sag mal so, und hat im ersten Jahr nur Gras, im zweiten Jahr sind schon. Ja. Ich sag mal, viele sagen ja Unkräuter, ne? Also Löwenzahn ist ja eigentlich eine Kräuterpflanze, ne? Also nur ist das für die Wiese an sich nicht so ideal, ne? Aber das lässt sich nicht vermeiden, das ist so. So, da ist der auch mit durch. Ja, Bäume und so, das kommt erstmal noch nicht. So, V und B aus, X. Aber die Ecke mache ich jetzt nicht, das ist jetzt nicht notwendig. Ja, später mähen auch Schwatt und dann mit dem Ladewagen entsprechend Richtung Hof fahren, ne? Hof. Ich mal auf die Spur, sonst weiß ich ja nicht wohin. Feldrandkurs hat auch noch nicht eingefahren, das mache ich am meisten immer später. So. Tschüss. Das ist gut. Da haben wir fast keine Stellen mehr nachzuarbeiten. Das ist gut. Dann können wir den entsprechend einsteigen. C und entlassen. Kurs auflöschen. Und da eine kleine Ecke. Den nehmen wir nochmal. Jetzt fahren wir Richtung Feldrand. Und schicken den ebenfalls mal zurück. Ja, die nächsten Felder. Ja, mal schauen. Die können ja keinen Mais. Aber mal schauen, was wir dann machen werden. Die erste ist jetzt auch in Arbeit. Das ist auch, da reicht ein Fahrzeug nochmal aus. Das werden wir auch so machen lassen. Und das zweite Gersfeld auch. Wollt ihr auf, hier wollte ich Mais und da auch. Hier ist aktuell fast fertig. Und tja, die 37, 12 muss ich noch flügen. Oha, die erste Runde hat er gerade mal geschafft. Der zweite ist jetzt bei. Naja, kann dauern. Ja, 37, muss ich mal schauen, da fahren wir hin. Beziehungsweise werden wir erstmal voll aufladen. Und dann geht es erstmal Richtung Hof. Wenn wir zum Feld ranfahren. Hier ist kein Kurs am Feld, das ist. Oh, die Krähen fliegen. Was sagt die FPS hier? Brauche ich jetzt Vergleichswerte. Also hier habe ich jetzt 45, 42, 40, 30. Also um die 40. Mein neuer Rechner kommt. Ja, die Tage von Bremen. Naja, gut. Heute ist Uhrzeit. Ja, heute abgeschickt um 13 noch was. Ja. Ob der per Flugzeug geht, dann sind nur 2 Stunden. So ungefähr. Wieder bei LKW, dann dauert lange, ne? Aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht unbedingt jetzt drauf erpicht. Da der jetzt unbedingt morgen kommen muss, ne? Also morgen wird das nichts. Morgen ist Donnerstag bei mir. Bei euch sicherlich auch. Aber wie gesagt, heute ist die Aufnahme, ne? Aufnahme ist Dienstag. Dienstagfolge. Wenn Dienstagfolge da ist, ist der neue Rechner schon da. Und da muss ich schauen. Ich muss ja alles umbauen, ne? Also, ne, umbauen. Rechner tauschen kann man sagen. Wahrscheinlich werde ich mit dem Aufnahmerechner mal verzichten und dann direkt am Rechner aufnehmen. Probieren. Sollte auch nicht machbar sein. Ich hatte eigentlich einen zweiten Rechner genommen.
Also rein theoretisch ist das ganz gut, wegen der Steuerung für Aufnahmeprogramm. Okay, da kann man jetzt auch so programmieren. Aber ich habe es eigentlich gemacht im zweiten wegen 7D, weil der viele Ressourcen gebraucht hat. Und das ist dann schon ein bisschen nervig, wenn es dann hakt, ne? Dünger. Pflügen wollte ich. Holz machen später. Wo ist der Flug? Die müssen pflügen. Ja, die erste Runde ist fertig. Jetzt wird sicherlich gut anfangen. Das machen wir später. Der ist auch fertig. Gleich mal gucken, wie die Reste. Ja, da haben wir kleine Ecken. Machen wir gleich. Ja, hier. Ja. Gestern, ne? Großen Ganzen sauber gearbeitet. Und hier. Ne, vorne mal hochheben wieder. Und das Hintergerät an aktivieren. V, B und die Stellen muss ich nacharbeiten innen drinne. Das soll schon die Aussaat erfolgen. Am Rand ist nicht ganz so dramatisch. So, V, schau mal in der Ecke nach. Wenn die Felder nicht ganz so kantig sind oder extrem ungünstig geformt, dann ist klappt das ganz gut beim Coreplay. Ja, hier ist nichts. Wir haben einen Rand, das können wir ignorieren. Ja, hier haben wir 42, da kann man sehen. Also um die 40 habe ich im Schnitt mit maximaler Einstellung. Ne? Also maximaler geht nicht. Ne? Die Thüringen ist ja auch ein bisschen also, ich will nicht sagen hart verfressen, aber halt doch braucht Leistung, ne? Also wer die Thüringen spielen will, sollte einen kräftigen Rechner haben. Natürlich ist man abhängig auch vom von der Hardware. Wer einen HD-Monitor hat, also Full HD, da ist es nicht ganz so dramatisch. Und ich meine, die Ecke machen wir schon noch mit. Aber wer mit 4K-Monitor arbeitet, da ist es schon zu merken. Und der Größe des Monitors, ne? Gibt ja noch kleine und große. Ich habe einen großen. Und da stoße ich schon teilweise mit meinem Programm auf Schwierigkeiten. Aber das sollte sich ja nächste Woche ändern, ne? Theoretisch. X. Dann bringen wir zurück zum Hof. Beziehungsweise der könnte auch Mais, aber wir müssen sowieso auffüllen mit Dünger und mit Saatgut. Mit Mais würde ich noch einen Tag warten. Zwei Felder Mais. Ich mache jetzt nicht extra, das müsste ich extra gruppern, ne? Wäre ja auch blöd, ne? So könnte man machen, ne? Dann könnte man normale Sämaschinen nehmen. Mais aber sehr der Tank sehr klein, mal sehen. Mit Gruppe brauche ich einen starken Traktor, da ist der Fett ganz gut. Der ist da hinten auf Feld Nummer 47. So. Also hier ist die Innensicht ideal, weil Bäume und so können schon die Sicht blockieren, ne? Also. Aber gut. Ist immer gesagt, ein bisschen Geschmackssache dabei, ne? Der eine macht so lieber und der andere so. Schöne ist, wir haben beide Optionen, ne? Ja, Eye-Tracking, das funktioniert nie wieder, nur wieder. Ich habe festgestellt, dass der eine dieser Hub von USB-Verteiler ab und zu mal selber ausfällt. Nicht Eye-Tracking fällt aus, sondern dieser Matthub, also dieses Station. Warum genau, das weiß ich nicht, aber ist halt so.
So, der muss aufgefüllt werden und repariert bei 3%. Ja, muss nicht. Wir füllen den auf. Und dann ist er bereit für nächste Aufgabe. Ne? Entweder Mais, morgen oder übermorgen. Oder wir werden jetzt Feld Nummer 37, dann nehmen wir normal mal die Maschinen. Denke ich mal, das ist zu zweit, wird es gehen. Mal schauen. So. Füllen wir auf. Ich wüsste aktuell nicht, ob ich jetzt Saatgut noch im globalen Markt habe. Ich glaube, weiß es nicht. So, egal. Noch habe ich das da. Was habe ich ungefähr? 126.000 und da auch etwa so. Das ist okay, da müsste reichen für diese Saison. Saatgut. Füllen wir vor Ort auf. Überladewagen nehmen wir nur, wenn noch ein Feld was fehlen sollte. Ne? Das andere ist ja Blödsinn. Das sind die großen Maschinen, wo das Volumen ein bisschen erhöht wurde. Von Holger. Aber die funktionieren einmal frei. Ne? Holger, danke dir. Falls er mal reinschaut. Er hat ja auch keine Zeit. Ist halt so, ne? So. N. So, Takt müssen wir nicht, Reparatur ist auch nicht notwendig. Dann werden wir eben mal erstmal pauschal hier rechts hinstellen, das geht. Dieser Flügen überlege ich rüber. Ah nee, erstmal nicht. 37 können wir auch mal sehen. Drinne war, keine Ahnung. Ah, da. Das ist der Überladewagen. Den kurz entlassen, aber den können wir hier vorne stehen bleiben lassen. Später muss ich noch mehrere Spuren beim Silo ergänzen, weil da, wenn man soweit ist, mein gut, das muss mal wachsen, ist ja voll gedüngt, ne? Das sind die beiden Standardfahrzeuge. Die könnte ich auf, das war auch 37, gute Frage, das weiß ich nicht mehr. Hier muss noch düngen. Ich weiß nur, dass viele Felder ...47 kann man nicht sagen, ne? Viel war drin gewesen mit also die 48 war Getreide, Hafer. Die 47 war Gerste. Ja, gut. Die 37 kann man erkennen. Grün. Da war ein Sojabohnen. Dann kann ich da theoretisch nochmal Weizen. Weizen. Dann geht Weizen. Das wollte ich wissen. Oder halt. Ja, machen Weizen. Bei Mais werden wir eine Ausnahme machen, da werden wir nichts gucken wegen wegen Fruchtfolge jetzt. Das muss einmal so gehen. Das ist halt so, ne? Also ich möchte ja auch bei Mais nicht so weit fahren, ne? Das kommt ja auch noch hinzu. So, jetzt werden wir gleich mal auffüllen. Überlegen, Reparatur. Reparatur muss auch nicht unbedingt. Dann machen wir gleich mal hier auf C, das wird nicht vergessen. Auf Weizen. Und die Folge ist zu Ende. So, liebe Zuschauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Folge Nummer 2 für Dienstag. Dann mal tschüss und ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Schönen Dank fürs Liken. Willkommen an neuen Abonnenten. Auch danke dafür. Sind ja zurzeit 3 neue dazugekommen.
Bei mir erfüllt das eine Riesenfreude, dass es sich doch jetzt langsam doch ja, bezahlt macht, in Anführungszeichen, ne? Dass die Arbeit jetzt doch Erfolg bringt. So, ein dickes Dank dafür und das ist immer schön. Schönen Dank. Ja, tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Tschüss.